Grüß Gott, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist wieder Tuning Tuesday. Ihr habt gefragt, ich habe die Antworten. Also Paul, schieß los. Ja, wir fangen. Wie ihr seht, sind wir echt gut drauf. Woran liegt das? Es ist saugeiles Wetter. Wir haben heute gefühlt 47 Grad draußen in Deutschland. Dabei scheint nur die Sonne und es sind echt vielleicht 18. Ja? Aber uns freut es alle wieder, dass die Sonne rausgekommen ist. Wie ihr seht, sitze ich mit dem T-Shirtle. Ja? T-Shirtle. Die sind jetzt alle online, gell? Swipe hoch, guckt. Ich weiß nicht mehr, wie viele da sind, aber es könnte sein, dass die bald ausverkauft sind. Deswegen greift zu, bis sie weg sind. Ich brauche auch noch eins. So, der Martin schreibt in YouTube, kannst du nicht mal eine Fahrt durch Deutschland machen und in einigen Großstädten Autos optimieren? Martin, liebend gerne würde ich durch Deutschland fahren. Nur komme ich nicht mal selber zum Autofahren. Ich bin froh, wenn ich daheim bin und es ist Feierabend, weißt du. Mein Tag, musst du dir vorstellen, fängt an so um 6.30 Uhr bis 7 Uhr stehe ich auf, weil dann die Kinder auch schon wach sind. Dann wird gefrühstückt, dann kommen die in den Kindergarten und dann bin ich abends irgendwann 19, 20 Uhr daheim. Dann muss ich da noch ein bisschen was arbeiten. Also ich komme ja selber, ihr wisst alle, ich habe ein paar schöne Autos und ich komme selber nicht zum Fahren, ja, weil ich einfach die Zeit nicht dazu habe. Von daher sehr unrealistisch. Aber ich muss ja nicht in die Großstädte, weil wir haben jetzt angefangen, so eine Art, also nicht PP-Performance-Stützpunkte aufzumachen, sondern einfach PP-Performance-Händler. Das heißt, wir werden in der nächsten Zeit 4 bis 5 neue Händler bekommen in Deutschland, auch in den großen Städten, sodass ihr nicht mehr so weit fahren müsst. Ich meine, der, wo zu mir will, der fährt auch von Berlin zu mir, ja, ist ja kein Ding. Und es wird so sein, dass man dann dorthin fahren kann und dort praktisch meine Software bekommen kann. Das heißt, der Händler, der das dann vertreibt, wird verifiziert bei uns auf der Homepage und ihr könnt euch dann sicher sein, dass auch die Software von mir kommt, weil jeder, Achtung, jetzt genau zuhören, jeder, der zu diesen Händlern geht, ja, bekommt auf eine E-Mail-Adresse, die ihr dann angibt, einen 6- oder 7-stelligen Code. Diesen Code könnt ihr dann eingeben auf der Seite, ja, und dann seht ihr, ob das Auto wirklich bei uns gemacht worden ist. Ja. Das heißt, wenn ihr jetzt zu irgendeinem Händler fahrt oder zu irgendeinem Tuner hier in Deutschland, der sagt, oh, guck mal, das ist PP Performance Software, dann ist es nur PP Performance Software, wenn ihr auch einen Code per E-Mail bekommt, ja, und dann sicher sein könnt, dass es auch von uns ist. So. Schön. Schön. Ja, die Kartoffel schreibt in YouTube. Wer? Weiß ich, Kartoffel. Kartoschka. Was heißt Kartoffel auf Russisch? Paul, du bist auf Russisch. Kartoschka. Ja. Ja, warum man sich auch so in YouTube nennt, weiß nicht. Aber diese Person schreibt, wie schädlich können Vollgasfahrten werden als zum Beispiel 30 Minuten Autobahn oder 30 Minuten der Rennstrecke? Je nachdem, wie es abgestimmt ist, ich weiß nicht, ob die Frage jetzt bezogen ist aufs Chiptuning oder auf Originalauto. Ich denke mal allgemein, es ist ja so, Autobahnvolllast ist mit Sicherheit nicht so schlimm wie auf der Rennstrecke, weil Rennstrecke hast du ja oft Kurven, da hast du keine Geschwindigkeiten, das heißt, die Kühlung ist ja nicht so gut wie auf der Autobahn, nur gerade und Vollgas. Von daher ist die Belastung auf einer Rennstrecke deutlich höher wie auf der Autobahn, aber wenn alles vernünftig gemacht ist und alles kühlt, dann kann da eigentlich nichts kaputt gehen. Ja? Das heißt, umso heißer das Auto wird, umso weniger Leistung lässt es dann rein theoretisch zu, damit es ja nicht überhitzt. Mhm. Der Yannick fragt, hast du bei deinem Auto Software eingetragen? Was heißt die 81 auf den Klamotten? Jetzt hat er halt schon zwei Fragen reingeschrieben. Yannick. Der Yannick. Ja, also Software sowieso. Ja. An den Autos, die wir fahren auf den Straßen, ist alles eingetragen. Und wenn wir Fahrzeuge haben, wo wir nur auf Events gehen, das heißt, das Auto wird auf einem Hänger irgendwo hingebracht zu einer Veranstaltung, da ist natürlich nichts eingetragen, da muss man auch nichts eintragen. Die 81, mal hier so ein. Wo ist die 81? Zeig mal genau. Da hat ein Hoodie, oder? Oder ja, beides. T-Shirt. So beides hier. Wir haben hier natürlich einen sehr, sehr geilen Hoodie, ja, mein Favorit von den Klamotten, die wir haben. Und hier ist auch, also PP81, wie ihr seht, ist da auf dem T-Shirt PP81. PP bedeutet Przemek Pelka, ja, das heißt auch PP Performance heißt ja Przemek Pelka, ja, und die 81, weil ich 81 geboren bin. Modify Stores schreibt, bei welchem Auto warst du überrascht, wie viel oder auch wie wenig Leistung mit Stage 1 rauskommt? Also, jetzt gehen wir mal auf überrascht, wie viel rauskommt mit Stage 1. Porsche 991.2 Turbo S. Ja, also da machst du ja wirklich nur mit Software, wenn da guter Sprit drin ist,
locker 150 PS mehr. Ja. Und das ist halt schon abartig. Ja. Also das ist, sage ich, Engineering Germany. Also Porsche ist die Macht. Ja. Und von wie wenig, klar, wenn dann so ein 1,0 Liter Turbomotor hast, ja, mhm, und dann deine 15 PS rauskriegst, dann ist es halt wenig. Ja. Oder allgemein einem Sauger, wenn jetzt so einen Saugmotor nimmst, wo es schon aufgezüchtet ist, da bist du auch manchmal nur zwischen 7, 8, 9 PS, das ist halt alles sehr wenig, ja. Ja. Bei McLaren 27S haben wir auch mit Software über 145 PS rausgeholt. McLaren, ja. McLaren, ja. 27 bist du ja auch so bei, ja, 860, 870 PS. Ja. Ne? Ja. Gut. Der Deggy schreibt, bist du ein Perfektionist bei deiner Arbeit? Wer, Deggy? Ja. Also Deggy, ich kann dir eins sagen, wenn ich ein Auto mache, bin ich erst zufrieden und lasse den Kunden erst gehen, wenn ich selber zufrieden bin. Also wenn wir jetzt an einem Tag zum Beispiel drei Autos drin stehen haben und ich habe mit einem angefangen und das zweite ist schon da und ich bin aber noch nicht zufrieden mit dem ersten, dann mache ich mit dem ersten so lange weiter, bis ich zufrieden bin. Und es ist mir dann echt egal, wann ich dann mit dem zweiten Auto anfange, weil ich will das so haben, wie ich auch meine Autos für mich mache, ja, und es muss perfekt sein, ja. Ich, ja, kann sagen, ich bin ein Perfektionist, ja. Ja, warum nicht? Wenn es nicht perfekt ist, dann bin ich unzufrieden und dann mache ich es lieber gar nicht. Der Johannes schreibt in YouTube, glaubst du, wird es in Zukunft noch Autos geben, die in Serie noch lauter sind, zum Beispiel Huracan oder irgendein Ferrari, oh, weil der hat nämlich Angst vom OPF. Ja, also da kann ich dich auch beruhigen, da habe ich auch Angst. Lauter wird es mit Sicherheit nicht. Ja. Es beschweren sich ja sowieso alle. Ja. Und ich meine, ihr seid ja alle selber schuld, wenn ihr die Grünen wählt. Ja. Paul, du brauchst nicht lachen, du hast zwar ein grüne Polo an, aber die Grünen hat er nicht gewählt. Und ja, es wird definitiv leiser, ja, weil es wird sich in den nächsten Jahren viel verändern, wird viel Elektro dazukommen. Wobei ich denke, dass das nicht das Ende ist. Ich tippe doch schon, dass es auf die Brennstoffzelle hinausläuft. Momentan ist das alles noch sehr, sehr teuer. Und Elektro ist so eine vorübergehende Lösung. Würden wir natürlich auch mit anbieten. Und ja, es wird leiser. Schade. Schade? Ja. Beim Paul ist eh leise. Paul kriegt jetzt ein neues Auto. Jetzt wechselt er vom Q2 auf A3. Auch wieder eine 1,2-Liter-Maschine oder was? Ja. Nee? Ein Liter Maschine. Ein Liter Maschine? Ja. Dann brauche ich euch ja nicht sagen, was der Paul gewählt hat. Ja? Dann passt doch sein T-Shirt zu dem, was er gewählt hat. Okay. Ja? Wenn er sich eine 1 Liter Maschine rauslässt, ist schon alles klar. Fährt, bringt mich von A nach B. Genau, so. Bei Paul denkt so. Ja. Ihr müsst wissen, die Leute, sag ich mal, die etwas, wie nennt man das? Die kreativen Menschen, so wie der Paul, die denken sowieso anders wie wir Normalos. Ja? Die sind da eh in einer ganz eigenen Welt. Von daher für den Paul ist wichtig, wie groß ist die Linse, der Blickwinkel. Und ihr könnt euch manchmal gar nicht vorstellen, wie der mir auf die Eier geht, wenn er sagt, ich muss das hier da machen, das muss so. Für mich ist es schon perfekt, aber für ihn nicht. Ja? Ich bin auch so ein Perfektionist. Ja, er ist ein Perfektionist in seinem Gebiet. Ja, aber ich würde trotzdem gern mehr Leistung fahren. In dem 1 Liter? Nee, irgendwann mal. Später. Gut, machen wir weiter. Ada schreibt mal wieder in YouTube, man sieht relativ wenig Diesel-Tuning. Jetzt fragt er nach den Unterschieden, Diesel-Tuning oder Benziner-Tuning. Ja, Unterschiede, ganz klar von der Abstimmung her. Der Diesel-Auto ist viel, viel einfacher zu machen eigentlich, ja, weil der Diesel macht Leistung über die Einspritzmenge. Und der Benziner, da gehört halt schon mehr dazu. Ne? Mhm. Man muss halt Zündwinkel beachten, Kraftstoff beachten. Und ich muss euch auch sagen, wir haben zwar einige Dieselfahrzeuge hier, wo wir machen, aber zum Großteil sind es doch Benziner. Also ich würde sagen, 80% Benziner, 20% Diesel. Der Michael hat auch eine passende Frage dazu. Er will wissen, was du von Aral Ultimate Diesel hältst. Aral Ultimate Diesel? Ja. Also Michael, untersucht habe ich es nicht, aber ich kann dir sagen, vom Aral-Sprit allgemein denke ich, dass Aral den besten Sprit in Deutschland hat. Ja, wenn ich mir so den Vergleich auch nehme, schon von dem Aral Ultimate 102,
zum Shell 100er oder OMV 100, was es da gibt, und da Loks anschaue, da sehe ich schon, dass der Aral-Sprit einfach am besten ist. Und ich denke, beim Aral Ultimate Diesel werden irgendwelche auch Additive drin sein, wo halt einfach deine Injektoren sauber halten, wo die Verbrennung einfach sauberer stattfindet, wo einfach ja, diese Verkorkung nicht da ist. Und ich denke schon, dass es doch top ist. Oder man macht unsere Additive rein. Oder natürlich, klar. Ja. Aber der Paul sagt jetzt wieder, unsere Additive, der wird jetzt einen Oktanbooster wieder in Diesel reinkippen. Ja. Nein, natürlich nicht, Paul. Ja, das heißt, wenn ihr jetzt einen Benziner habt zum Beispiel und ihr wollt mal wirklich mal richtig prügeln und so, dann könnt ihr natürlich Super Plus tanken, ja, wenn ihr keine 102 habt, und dann so ein Fläschle von unserem Oktanbooster reintun. Ja, zeige ich euch mal. Ein Fläschle vom Oktanbooster, ja, mit rein in den Tank, so eine Flasche, das ist jetzt 1 Liter und das reicht auf 40 Liter Kraftstoff und erhöht ungefähr 3 bis 4 Oktan. Ja. Das heißt, ihr tankt Super Plus und habt den Effekt wie Ultimate 102. Und was wichtig ist, geeignet auch für Autos mit Katalysatoren. Also da ist nichts Schädigendes drin. Kommen wir zu der letzten Frage. Schieß los. Der Walde will wissen, ob du auch zum Tuning World Bodensee kommst, wenn es mal wieder aufmacht. Also Walder, ich war da schon mal als Besucher, glaube 1 oder 2 Mal. Auf solche Sachen gehe ich ab und zu, wenn ich Zeit habe. Aber ausstellen selber würde ich auf so einer Messe, glaube ich, nie, was für mich total uninteressant ist. Sowas ist, glaube ich, nur interessant für Menschen, die dann vor Ort auch was verkaufen können. Ja, ich gucke dann lieber, dass ich öfters ins TV komme oder selber für mich Werbung mache. So eine Messe, klar, ist schön und gut, wenn du da bist, aber es ist doch besser, wenn du Artikel dann hast, die du dort verkaufen kannst. Ja? Ja, oder man geht einfach nur als Gast hin. Deswegen Gast. Ich bin da, wenn sowas ist, egal ob Essen Motorshow oder Tuning World Bodensee, ich bin da eigentlich immer nur als Gast da. Gut. War's das, Paul? Ich glaube, das war's. Sehr schön. Dann haben wir jetzt viele Fragen beantwortet. Ihr könnt jetzt die nächsten Fragen raushauen. Ja? Und mit Videobotschaft. Oder? Ich habe es nämlich im Paul schon gesagt, am besten mit Video. Ja? Das heißt, schreibt nicht, sondern versucht uns mal einfach ein Video zu schicken, wo ihr die Frage stellt. Dieses Video blenden wir dann natürlich auch ein, wie ihr uns die Frage stellt. Und dann schneiden wir das so zusammen, dass man euch sieht, uns sieht. Und dann unterhalten wir uns einfach mal ein bisschen virtuell. Ja. Machen oder? So, ja. Also in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Dienstag.